Jojo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf Seko und ich komme gerade von draußen. Ich war gerade mit den Jungs 4 Stunden lang unterwegs und Leute, ich bin wirklich fix und fertig. Und Leute, was braucht man, wenn man viel zu lange unterwegs war und einfach nur noch zu Hause ist? Richtig, Essen. Ohne Scheiß, Leute, ich kam hier an und dachte mir so, Alter, hab ich Hunger. Und wie man mich kennt, Leute, bin ich richtig froh, mir selber was zu essen zu machen. Deswegen dachte ich mir einfach, ich rufe irgendwo an und bestell mir irgendwas. Aber dann kam mir eine Idee. Und zwar dachte ich mir, ich war doch vor 3 bis 4 Tagen einkaufen und dachte ich mir so, hey, warte mal kurz. Und dann war da so ein Produkt. Oh. Und dann war da so ein Produkt, was ich geholt habe, was ich mal testen wollte. Und zwar, meine Freunde, ist es die Pizza von meinem guten Freund Luca. Okay, reicht jetzt. Die Pizza habe ich schon ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall hat der Luca eine Pizza rausgebracht, meine Freunde. Das ist Luca. Und ich dachte mir, da ich eh Hunger habe und das mal kosten wollte, werde ich das mal zusammen mit euch machen, Leute. Ich teste eine Luca-Pizza. Ich kenne ja Luca auch persönlich, Leute. Ich habe ihn schon oft in der Vergangenheit getroffen und Dinge erlebt, die nicht jugendfrei sind. Nein, Spaß, Leute. Auf jeden Fall. Nein, das war kein Spaß. Das ganze Ding hat mich 3,79 € gekostet. Also Luca, falls du das gerade siehst, weiß ich ja auf jeden, dass Essen nächstes Mal geht, wenn wir mal wieder zusammen essen gehen sollen. Ich will nicht viel reden, ich habe mega Hunger, deswegen testen wir das gute Ding mal hier aus. Aber ich muss ehrlich sagen, das Design ist schon echt geil. Also wirklich. Ich feiere das ja allgemein so, wenn man irgendwie auf die Idee kommt, eigene Produkte zu machen. Und ich freue mich auch für diejenigen, wenn es auch läuft. Ich werde dieses gute Ding jetzt mal ausprobieren. Hier, so sieht das aus. Ja, ja, ja. Aha, okay. Ja. So, wir werden das gute Ding mal auspacken. Ich muss das Ganze auch erstmal hier analysieren. Das heißt, Zubereitung 250 Grad, vorheizen. Ich habe zwar noch nie, wenn ich eine Pizza gemacht habe, vorgeheizt, aber ich mache das jetzt einfach mal, um das Maximum hier rauszuholen. Leute, ihr wisst Bescheid. Wir wollen ja alles nach Plan machen hier, ne? So, Folie entfernen und Pizza ohne Backpapier auf den Gitter in den Ofen schieben. Ja, ich dachte mit Backpapier. In den Backpapier Pizza backen, bis der Käse zerlaufen und der Rand goldbraun ist. 4 bis 8 Minuten im Vollfall. Ja, okay, alles klar. Ja, irgendwie so. Halt wie man eine Tiefkühlpizza macht. Ich habe halt noch nie die Anleitung von einer Tiefkühlpizza gelesen, aber. Ja. Auf jeden Fall, Leute, bereite ich jetzt alles hier zu und. Ey, ich habe wirklich Hunger. Ohne Scheiß. Let's go. Leute, nicht wundern, ich habe das nur gemacht, damit das professionell wirkt. Die Pizza ist im Ofen. So sieht das ganze Stück hier aus. Ne? Jetzt warten wir, bis es fertig ist, weil ich habe wirklich Todeshunger. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Geschmack und ja. Okay, jetzt warte ich auf die Pizza, aber was kann ich euch jetzt erzählen? Habt ihr eigentlich schon das Video geliked? Nein? Dann macht das doch jetzt eben. Ich warte so lange. Geliked? Immer noch nicht? Komm, dann mach das mal eben. Jetzt habt ihr es geliked? Sehr gut, alles klar. Und wenn einer von euch auch die Pizza von Luca schon probiert hat, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute. Und ja, ich warte jetzt auf die Pizza. Was könnte ich euch jetzt erzählen? Einen Moment, lass mich ganz kurz überlegen. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt was. Und zwar, Leute, habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Musik gemacht. Wirklich sehr, sehr viel Musik. Und ich zeige euch mal jetzt so einen kleinen Ausschnitt von irgendeiner Single jetzt von mir. Irgendein Song. Ich habe wirklich sehr, sehr viele neue Songs gemacht. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Spotify folgt, macht es jetzt, Leute. Ihr müsst einfach nur S-E-K-O eingeben und dann seid ihr direkt auf meinem Spotify-Account und könnt mir folgen. S-E-K-O. Und folgt mir, denn da wird in Zukunft sehr, sehr viel kommen. Und ich zeige euch jetzt mal einfach. Leute, ich habe wirklich sehr, sehr viel Musik gemacht. Wie ihr sehen könnt, Fool. Ich zeige euch jetzt einfach mal irgendwas jetzt. Erwähne ich meinen Namen, wenn du über mich redest. Yeah, du warst schon vor Jahren ein Lügner gewesen. Die Taktik ist gut. So, das ist jetzt einer von sehr, sehr vielen Songs und das ist ja nicht mal, noch nicht mal mein Favorit. Ich habe auf jeden Fall noch andere Favoriten, Leute. Die Favoriten kann ich euch leider noch nicht zeigen, aber ihr werdet es auf jeden Fall schneller von mitbekommen. Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf die Songs habt und mal gucken, ne, wann das Ganze alles released wird. Und ich schweife auf jeden Fall vom Thema ab. Ich muss die Pizza checken. So, wie sieht's aus? Okay, es riecht schon sehr gut hier. Ey, die ist ja schon fertig. Ey, die ist ja schon fertig, Mann. Boah, Alter. Die Pizza ist fertig, meine Freunde. Ich hol die kurz raus. Wir machen es jetzt professionell. Passt auf. So.
Und voila. Sieht schon echt schmackhaft aus. Auf jeden Fall, wenn man auf jeden Fall eine Kamera in der Hand hat, ist es sehr schwierig, eine Pizza zu... Ihr wisst schon, was ich meine. So. So, Freunde. Ist Bescheid. Teig sehr, sehr dünn. Also nicht so dick wie die anderen. Ich muss kurz mal probieren. Boah, die ist echt krass. Ohne Scheiß, die ist wirklich, no joke, Leute, unnormal krass. Boah, tschüss, Alter. Die ist krass. Wegen diesem dünnen Teig hier. Okay, ich höre mich jetzt an wie ein Essensprofi oder so, aber... Und dadurch schmeckt man das obere einfach viel, viel mehr, Leute. Ich finde es wirklich... Also Leute, ohne Scheiß, die Pizza ist wirklich, wirklich, ohne Scheiß, Leute, die Pizza ist wirklich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre einfach eine ganz normale 0815 Margarita Tiefkühlpizza, aber die hat wirklich eine andere Konsistenz, Leute. Viel geiler. Respekt an dieser Stelle. Habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen. Wie ihr wisst, habe ich ja, als ich die Schokoladenpizza getestet habe, habe ich der Schokoladenpizza eine Note gegeben. Und da gebe ich jetzt auch eine Note. Also für mich ist das wirklich eine glatte 1. Also Respekt dafür. Okay, reicht jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, ansonsten lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schöne Grüße an Luca und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.